been here in a while, but I know you in Galatians. Also ich war jetzt eine Weile nicht hier, aber ich weiß, dass ihr in Galaterbrief seid. And I decided to just pick one other verse out of Galatians. Und ich habe mich dann entschlossen, einfach noch einen Vers aus dem Galater rauszunehmen. And to just, you know, go ahead and emphasize something in that. Und was im Galaterbrief oder in diesem Vers da eine Betonung zu legen. And then I'll let Pastor Alex continue where he left off last time, okay? Und dann kann Pastor Alex da weitermachen, wo er aufgehört hat. So if you would please turn in your Bibles to Galatians chapter 2 verse 20. Wenn ihr mal in eurer Bibel Galater 2 Vers 20 aufschlagt. Okay. Galatians 2 verse 20. Also Galater 2 Vers 20. So we're going back at the beginning, okay. Also wir gehen wieder rückwärts sozusagen. There's so much good stuff in it, we can teach another 2 years on Galatians, no problem. Da sind so viele gute Sachen drin, wir können locker noch mal 1-2 Jahre über den Galaterbrief lehren. Some of you are like, what? Okay, anyway. Manche denken, was? Okay, Galatians chapter 20, chapter 2 verse 20. Also, nicht Galater 20, sondern Galater 2 Vers 20. I just added a few chapters to it. Habe einfach noch ein paar Kapitel zugefügt. And it says here, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Und da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Have you ever read that verse? Habt ihr den Vers schon mal gelesen? It's a very powerful verse. Also da steckt sehr viel Power in diesem Vers. It talks about that we are crucified with Christ. Da ist die Rede davon, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. And that we, our old self, is not alive anymore. Und dass wir, unser altes Ich, dass das nicht mehr lebt. The person I used to be is not alive anymore. Und die Person, die ich früher war, die lebt nicht mehr. But now Christ lives in me. That's what Paul is writing here. Aber jetzt lebt Christus in mir. Darüber schreibt der Paulus. And I really believe that if we as believers get a revelation about this. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir als Christen darüber eine Offenbarung bekommen, we will live a different life. Dann werden wir ein anderes Leben leben. At least it wasn't my fault. Ja, zumindest war es nicht mein. I have actually another translation which I pulled out. Ich habe noch eine andere Übersetzung hier hinzugezogen. Which is a little bit more modern translation. Also eine bisschen modernere Übersetzung. And it says here, Christ's life. Das ist Übersetzung, okay. Christ's life shows me how and enabled me to do it. Da steht, Christi Leben hat mir gezeigt, wie und hat mich befähigt, es zu tun. I identified myself completely with him. Ich habe mich komplett mit ihm identifiziert. Indeed, I have been crucified with Christ. Wirklich, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. And my ego is no longer central. Und mein Ego ist nicht mehr im Mittelpunkt. It is no longer important that I appear righteous before you. Es ist nicht mehr wichtig, dass ich in euren Augen gerecht erscheine. Or have your good opinion. Oder dass ihr eine gute Meinung über mich habt. And I'm no longer driven to impress God. Und ich versuche nicht länger, Gott zu beeindrucken. Christ lives in me. Christus lebt in mir. The life you see me living is not mine. Das Leben, das ihr mich jetzt leben seht, ist nicht meins. But it is lived by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Sondern es wird gelebt im Glauben in den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. This is a very powerful scripture. Eine ganz kraftvolle Bibelstelle. So it talks about the fact of that we are now in Jesus. Da ist die Rede davon, dass wir jetzt in Jesus sind. Everything what we have been without him before. Alles, was wir ohne ihn zuvor waren. Dead. Gestorben. And I mean, we have other scriptures where it talks about that we have been crucified with Christ and then we have been raised with Christ. Und dann gibt es ja noch andere Bibelstellen, wo gesagt wird, dass wir mit Christus gekreuzigt worden sind und dann mit ihm auferstanden sind. Okay. And then it says we are raised with him. Und dann steht hier, dass wir mit ihm auferstanden sind. You can see that in Ephesians chapter 2, verse 6. Das steht in Epheser 2, Vers 6. For those of you who are taking notes, you can write this in your notes. Für diejenigen, die Notizen machen. In Ephesians 2, verse 6, it says,
Und in Epheser 2, Vers 6 steht, he has raised us up together. Er hat uns mit ihm auferweckt. And he has made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Und hat uns gesetzt mit Christus in himmlischen Orten. Wow. Can you see that? Seht ihr das? So, I mean, in theory, we sometimes adjust to that in our head and say, yeah, 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 I'm in Christ now. Und in der Theorie stimmen wir dem in unserem Kopf zu und sagen, ja, 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 ich bin mit Christus gestorben. But I want us to have a revelation on this. Aber was ich möchte, ist, dass wir eine Offenbarung darüber haben. Because if you understand that your old self is dead. Weil wenn du verstehst, dass dein altes Ich, dass das tot ist. And that you're brand new. Und dass du komplett neu bist. And that you have a new identity in Jesus. Und dass du in Jesus eine neue Identität hast. And whatever Christ is, this is what you have now and who you are now. Und alles, wer Christus ist und was Christus hat, das bist du jetzt und hast du jetzt. Then really, if you get a revelation of this, you're not gonna sit quiet. Und wenn du darüber eine Offenbarung bekommst, dann kannst du nicht mehr ruhig sitzen bleiben. I mean, we all have. Everybody watched movies before in here? Hat jeder schon mal Filme gesehen okay, hier? Yeah, I mean, we sometimes have these spy movies or secret agent movies or something like that. Und dann gibt's da solche Filme über Spione oder Spezialagenten und so, Geheimagenten. You know, and then there is a crime or something, and suddenly somebody is going to be the crown witness. Und dann gibt's irgendwo ein Verbrechen und dann findet ein Verhör oder findet ein Dings statt mit diesen Kronzeugen. And you know, they have to basically, in order for them to preserve their life, they give them a new identity. Und um dann das Leben dieser Kronzeugen zu schützen, geben die denen eine neue Identität. Have you ever watched a movie like that? Habt ihr schon mal so einen Film gesehen? Complete new name. Wo die dann einen komplett neuen Namen they bekommen. They move them around, they give them a complete new identity. Die müssen dann umziehen an einen ganz anderen Ort, die kriegen eine ganz neue Identität. And if that person is not really adapting to that identity. Und wenn diese Person sich nicht komplett in diese neue Identität reinfindet, then they are risking their own life. Dann riskieren sie ihr eigenes Leben. They have to adapt so much to this new identity that they completely forget who they were before. Die müssen sich so sehr an diese neue Identität anpassen, dass sie ihr altes Leben komplett vergessen. They are completely new. Die sind komplett neu. Everything is new. Alles ist neu. You know what I'm talking about? Ihr wisst, was ich meine. I used to have a friend, he was a secret agent. Und ich hatte früher einen Bekannten und der war Geheimagent. And he changed jobs, became a pastor. Er hat dann seinen Beruf geändert und ist Pastor geworden. And he said one of the most challenging things for him. Und er hat gesagt, eine der größten Herausforderungen für ihn war. Was as a secret agent, you have to change identities all the time. Ist, dass man als Geheimagent immer wieder seine Identität ändern muss. And after a while, he didn't really know who he was anymore. Und nach einer Weile wusste er dann nicht mehr, wer er jetzt gerade war. And then he said, and then I learned about the identity in Christ. Und dann hat er gesagt, hat er über die Identität in Christus gelernt. And he said, like, that's my true self. Und dann hat er gesagt, das ist mein wahres Ich. You know, I want us to actually change identities. Und ich möchte, dass wir unsere Identität verändern. That we become like Paul. Dass wir so wie Paulus werden. That we can say, it's not me who lives any longer, but Christ lives in me. Dass wir sagen, es ist nicht mehr ich selbst, der hier lebt. Das ist Christus in mir. I have a brand new life through Christ. Ich habe ein brandneu, komplett neues Leben in Christus. And everything what I was before, und alles, was ich vorher war, is gone now. Ist jetzt weg. And everything what I have now is through Christ. Und alles, was ich jetzt habe, ist durch Christus. There's a scripture in Acts chapter 17. Und in Apostelgeschichte 17, da ist eine Bibelstelle. In Vers 28 it says, und in Vers 22, da steht, for in him we live and move and have our being. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Okay, let me read this again. Acts 17, 28. Also Apostelgeschichte 17, 28. It says, for in him we live, we move and we have our being. In ihm leben, weben und sind wir. And I hope you understand when it says in him, it talks about in Christ. Und wenn es hier heißt in ihm, dann bedeutet das in Christus. It says in him we have life. Da steht in ihm haben wir Leben. And you know the word which is used here is a Zoe type of life. Und dieses Wort für Leben ist dieses
dieses Zoe-Leben. And that means the God kind of life. Das bedeutet Gottes Art von Leben. The abundance of a life. Dieses überfließende Leben. There is no spot of death in the Zoe type of life. In diesem Zoe-Leben, da gibt's nicht ein einziges bisschen Tod drin. Wow. Wow. No decaying. Kein was vergeht, vergänglich no ist. No breaking. Nichts, was zerbrechen kann. An abundance of life continuously. Sondern kontinuierliches, überfließendes Leben. So we are in Christ. Und wir sind in Christus. And in him, in Christ. Und in ihm, in Christus. We live. Leben wir. We are not just existing. Wir existieren nicht nur einfach. It's not just, I'm breathing, you know. Ja, ich atme. No, we, it's far more than just existing. Sondern es geht weit über das bloße Existieren hinaus. And most of us, we remember the time when we received Jesus as Lord and Savior, right? Und die meisten von uns, wir können uns noch daran erinnern, als wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben. Before you were existing. Und davor haben wir existiert. We were breathing. Da haben wir geatmet. We lived a normal life. Da haben wir ein normales Leben gelebt. But in the moment we received Christ as our Lord and Savior. Aber in dem Moment, als wir Christus als unseren Herrn und Erlöser aufgenommen haben. As we were crucified with him and raised with him. Als wir mit ihm gekreuzigt und wieder auferstanden sind. What happened? Was ist dabei geschehen? It's somebody turned the light on. Jemand hat das Licht angemacht. It's like, wow, I'm alive. Wow, ich lebe. Some of you, I know, some of you, you had the experience that you felt like suddenly colors are really colorful. Ich weiß, dass manche von euch wirklich dieses Erlebnis hatten, dass sie auf einmal die Farben gesehen haben, die vorher nicht da waren. And you know, it was like, oh, this is how blue looks like. Wow, look at that. Wow, it's suddenly everything, you know, from this gray and gray and, you know, in the fog, it's gone. Und dann waren auf einmal diese Sachen, die so grau in grau waren oder wie so Nebel waren, die waren weg. You suddenly had life. Da war plötzlich Leben da. And that's a dimension you can't really explain with natural words. Und das ist eine Dimension, die man mit natürlichen Worten nicht so erklären kann. So in him we have that type of life. Und in ihm haben wir diese Art von Leben. And then it says, here, I'm still in Acts chapter 17, verse 28. Ich bin immer noch hier in Apostelgeschichte 17, Vers 28. Where it says, for in him we live. Denn da steht ja, denn in ihm leben wir. And we move. Und wir weben oder bewegen uns. And really that word talks about that we have the ability to do. Und dieses Wort weben, das bedeutet die Fähigkeit, etwas zu tun. So through Christ, also durch Christus, we have a true life, haben wir wahres Leben, and we have the ability to do, und wir haben die Fähigkeit, was zu tun. And then it says, and we have our being. Und dann steht hier, und in ihm sind wir. Which means we can't get away from him anymore. Was bedeutet, wir können nicht mehr von ihm weg. You are in him. Wir sind in ihm. Period. Schluss. You can't get out of him anymore. Wir können nicht mehr aus ihm raus, einfach so. What? Was? Oh yes, that's good. Ja, das ist eine gute Sache. That's a good thing. Do you know who Christ is? Wisst ihr, wer Christus ist? If you have a revelation about this, wenn du eine Offenbarung darüber hast, and then you are excited about truth like this, dann freut dich das so, diese Wahrheit. Because this is nothing we can grasp with our head. This is something which we have to grasp with our spirit. Weil das ist nichts, was man mit dem Kopf erfassen kann. Das muss man mit dem Geist erfassen. Because remember in 2 Corinthians 5:17. Weil denk dran in 2. Korinther 5, Vers 17. Therefore, if anyone be in Christ, he is what? Dann deshalb, wenn jemand in Christus ist, dann ist er was? A new creature, exactly. Eine neue Schöpfung. And what happened? Und was ist geschehen? All things have passed away. Das Alte ist vergangen. And everything has become new. Und siehe, alles ist neu geworden. And it talks about our spirit man. Und da ist von unserem Geist die Rede. Okay, because I didn't grow suddenly as I received Jesus. Denn als ich Jesus angenommen habe, bin ich ja nicht plötzlich gewachsen. I didn't change my eye colors. Also meine Augenfarbe hat sich auch nicht verändert. Maybe we changed our hair colors with some help. Vielleicht haben wir unsere Haarfarbe geändert mit ein bisschen Hilfe. But you know what I'm talking about, right? No, what got changed was our inner man, our spirit. Nein, was sich verändert hat, war unser Geist in unserem Inneren.
Because we have become brand new on the inside. Now we're alive towards God. Weil wir im Innern komplett neu geworden sind. Jetzt sind wir lebendig für Gott. And all of this happened in Christ or through Christ. Und all das ist in Christus oder durch Christus geschehen. We have actually in the New Testament around 120 scriptures which talks about in Christ, through Christ. Und wir haben im Neuen Testament 120 Bibelstellen, die darüber sprechen, in Christus oder durch Christus. It would be a wonderful study to just take your time, go through your Bible, read you through your New Testament. Und das wäre eine super gutes Studium, was ihr machen könntet. Einfach mal durchs Neue Testament gehen und diese Bibelstellen lesen. And then just every time you find that, in him, through him, in Christ, underline it. Und immer wenn ihr solche Sätze findet mit in Christus, durch Christus, in ihm oder durch ihn, dass er die unterstreicht. And then look at what it talks about. It's awesome. Und dann guckt euch an, über was da die Rede ist. Das ist fantastisch. A friend of mine told me the other day that he bought a brand new Bible. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass sie eine neue Bibel gekauft hat. And that she just, they're reading actually, it's a couple, they're both together, they're reading through their new Bibles and they're underlining all these scriptures right now in the New Testament. Das ist ein Ehepaar und die haben beide ihre neue Bibel und unterstreichen alle diese Bibelstellen, wo in Christus und durch ihn und so steht. So that they have a greater revelation of what that means to be in Christ. Damit sie eine größere Offenbarung bekommen von dem, was es bedeutet, in Christus zu sein. Let's go to Colossians. Lass uns mal Kolosser aufschlagen. Chapter 1, and I want to read verse 13 and 14. Also Kolosser 1, Vers 13 und 14. Don't you love the word of God? Also das Wort Gottes ist doch wirklich fantastisch, oder? Colossians 1. Kolosser 1. With 13 and 14. Verse 13 und 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of his Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wow. This is powerful. Da steckt Kraft dahinter. Are you getting this? Versteht ihr, was das bedeutet? You have been taken out of darkness. Ihr seid aus der Finsternis rausgeholt worden. We have been taken out of darkness. Wir sind aus der Finsternis rausgenommen worden. I want to include myself in it, that's why I had to restate it. We have been taken out of darkness. Also wir sind aus der Finsternis rausgenommen worden. Ich wollte mich damit einschließen. Yeah, not just you, okay? Me too, okay? And we have been actually seated into his kingdom. Und dann sind wir in sein Königreich reingesetzt worden. And in Christ we have redemption, the forgiveness of our sins. Und in Christus haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Completely gone. Komplett weg. Plotted out. Sind ausradiert worden. Not there anymore. Die sind nicht mehr da. We are in a new kingdom. Wir sind in einem neuen Königreich. And we are new creations in a new kingdom. Und wir sind eine neue Schöpfung in einem neuen Reich. Now please, you have to understand that we're talking spiritually, okay? Und ihr müsst verstehen, dass wir auf einer geistlichen Ebene sprechen. Because if you just hear that, you could think like, what are they talking about? I didn't become an alien. Weil wenn man das einfach nur so hört, dann könnte man ja denken, ja was? Was? Ich bin doch kein Alien geworden. Außerirdischer. Yeah, we're not strange suddenly. Wir sind ja nicht plötzlich fremde Leute geworden. No, we get the new life. Nein, wir haben das neue Leben bekommen. We became in Christ. Wir sind in Christus geworden. Now when the Father in heaven looks at you, und wenn der Vater im Himmel dich jetzt anguckt, he sees you in Christ. Dann sieht er dich in Christus. I once heard somebody say, ich habe mal gehört, wie jemand gesagt hat, if you're not impressed by who you are in Christ, wenn du nicht beeindruckt davon bist, wer du in Christus bist, then you have not looked at him lately. Dann hast du ihn dir nicht angeguckt vor kurzem. You know what? You get the point. Let me say that again. Ich sag's nochmal. If you are not impressed by who you are in Christ, wenn dich das nicht beeindruckt, wer du in Christus bist, then you have not looked at Christ or at him lately. Dann hast du ihn oder Christus in der letzten Zeit nicht angeguckt. If we know who he is, wenn wir wissen, wer er ist, if we know who he is, wenn wir wissen, wer er ist, if we know who he is, wenn wir wissen,
wer er ist. And I'm understanding that I don't live any longer, but Christ lives in me. Und ich verstehe, dass ich nicht mehr länger lebe, sondern Christus in mir. That we are in Christ. Dass wir in Christus sind. Then you get really excited. Dann wird man wirklich begeistert. You get really excited. Dann ist man wirklich von den Socken. Yeah. Mm-hmm. Yeah, Martina is excited. If she takes her socks off, you know something major has happened. I'm teasing a little bit, okay. Mach ein bisschen Spaß. They're having too much fun in church over here. What's going on? Martina is not wearing socks. Oh, not again. I could give you some secrets. Martina has some socks on, but she just doesn't wear it how you would do. But anyway. Das wird alles rausgeschrieben. Okay, let's not go there. Let's go to another scripture, okay? Gehen wir lieber mal zu einer anderen Bibelstelle. Let's go to Colossians chapter 2. Kolosser 2. And I would like to look at verse 9. And 10? Kolosser 2, Vers 9 und 10. Okay. I don't know if you noticed, but I went from Galatians already into some other books. Isn't that awesome? No, just kidding. Wer schon gemerkt hat, ich bin vom Galater schon jetzt in ein anderes Buch reingegangen. Klasse, oder? Colossians 2. Kolosser 2. In verse 9 it says. Vers 9. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. And you're complete in him who is the head of all principality and power. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Let me go, I'm just going to continue to read on just because it's so good, okay? Ich lese jetzt noch mal ein bisschen weiter, einfach weil es so gut ist. In him you were also circumcised with a circumcision made without hands, but putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Verse 12, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. And you being dead in your trespasses and the circumcisions of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. Und er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergeben hat. So I want you to see in these scriptures, und ich möchte, dass ihr in diesen Bibelstellen seht, that all of this is in him, in Christ. Dass alle diese Sachen in Christus, in ihm geschehen sind. We don't have to do natural outward things anymore to be accepted before the Lord. Wir müssen keine äußerlichen Dinge mehr tun, um von Christus und von Gott angenommen zu sein. We died in Christ, we were raised in Christ. Wir sind in Christus gestorben, wir sind in Christus auferweckt worden. Wow. Wow. All of our trespasses are forgiven in Christ. Alle unsere Sünden sind vergeben worden in Christus. But I want us to go back to verse 9. That's really where I want to focus on, verse 9 and verse 10. Und jetzt möchte ich, dass wir noch mal zurückgehen zu Vers 9 und 10. Da möchte ich eine Betonung drauf legen. For in him, in Christ, dwells all the fullness of the Godhead bodily. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. We're talking about that we are in Christ. Wir sprechen hier davon, dass wir in Christus sind. Right? That's what we're talking about. Da sprechen wir drüber. We're in Christ. Wir sind in Christus. And for in Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily. Und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. I was asking you before. Ich habe vorher die Frage gestellt. Or I was saying, basically, would be better said. Hab's letztendlich gesagt. If you are not impressed by who you are in Christ. Wenn wir nicht beeindruckt davon sind, wer wir in Christus sind. Then we have not seen him really. Dann haben wir ihn in der letzten Zeit nicht gesehen. This scripture says. Diese Bibelstelle sagt. In Christ dwells all the fullness of the Godhead bodily. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wow. I mean, all the power, alle Kraft, everything what God is, alles was Gott ist, was personified in Christ, wurde personifiziert in Christus. It dwells in him.
Und all das wohnt in ihm. And we are in him. Und wir sind in ihm. Just think about that for a moment. Denk mal darüber nach. You know, we as humans, we're limiting ourselves all the time. Wir als Menschen, wir limitieren uns eigentlich die ganze Zeit. I cannot do this. Ich kann das nicht machen. I can't do that. Das schaffe ich nicht. I don't know how to do that. Ich weiß nicht, wie ich das mache. This is too much for me. Das ist mir zu viel. I don't know this. Das weiß ich nicht. I can't think like that. So kann ich aber gar nicht denken. This and that and the other. Das, dies und jenes und alles andere. But the scripture is saying, aber diese Bibelstelle that the fullness of God dwells in him. Dass die Fülle der Gottheit in ihm lebt. God is all present. Gott ist überall gegenwärtig. He is all powerful. Er ist allmächtig. He is all knowing. Er weiß alles. He is the answer to everything. Und er ist die Antwort auf alle Fragen. He is the fullness of life. Er ist die Fülle des Lebens. Wow, just think about that for a moment. Denk darüber mal kurz nach. If you understand that, wenn du das verstehst, and you get to understand not just in your head but grasp on with your spirit, wenn du das nicht nur in deinem Kopf verstehst, sondern das ergreifst mit deinem Geist, that you are in Christ, dass du in Christus bist. And if Christ is like that, und wenn Christus das alles ist, then you have his ability in you to do all of that. Dann hast du seine Fähigkeit in dir, um all die Sachen zu tun. What? Was? Yeah, the Bible says we have the mind of Christ. Ja, in der Bibel steht, wir haben den Sinn Christi. What? Wait a second. Was? Wie jetzt? Yes. Ja. The way Christ thinks, you can think. Du kannst so denken, wie Christus denkt. You can have the knowledge God has. Du kannst die Erkenntnis, das Wissen haben, was Gott hat. Because we are in Christ. Weil wir in Christus sind. Not in ourselves. Nicht aus uns selber heraus. But because we are in Christ. Sondern weil wir in Christus sind. Then in verse 10 it says. Und in Vers 10, da heißt es. And you are complete in him who is the head of all principalities and powers. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. We are complete in him. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Wir sind in ihm vervollständigt. Wow. That's exactly what that scripture is talking about. We're becoming complete. Und genau darüber, das sagt diese Bibelstelle hier aus, dass wir vervollständigt geworden sind. And the fullness of what God is made in us. Und die Fülle dessen, wer Gott ist in uns. Wow. I'm just letting this sink for a moment, okay? Lass das mal ein bisschen sinken. Okay, I know we're teaching. It's a little bit different than Sunday mornings when we preach, okay? Also ich weiß, hier lehren wir ja, und es ist ein bisschen anders als Sonntagmorgens, wo dann eher gepredigt wird. Okay, but are you grasping on to what we're talking about? Aber fangt ihr an, das zu ergreifen, von was wir It's sprechen? It's talking to you, right? Das ist die Rede von dir. You are complete in him. Du bist vervollständigt in ihm. Monica, I don't feel like that. Ja, aber Monika, ich fühle mich überhaupt nicht danach. It doesn't look like that. Das sieht auch nämlich gar nicht so aus. But that's not what the scripture is talking about. Aber davon spricht diese Bibelstelle ja gar nicht. It talks about who you are. Hier ist die Rede davon, wer du bist. Now you have to make a decision if you are that or if you're not. Und jetzt müssen wir die Entscheidung treffen, also du musst die Entscheidung treffen, wer du bist und wer du nicht bist. I can't do this for you. Ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen. Nobody can do that for you. Niemand kann das für dich machen. Are you getting this? Versteht ihr das? Are you starting to understand what we're talking about? Fangt ihr an, das zu verstehen, über was wir gerade reden? We are in Christ. Wir sind in Christus. And we have been made complete in him. Und wir sind in ihm zur Fülle gebracht, vervollständigt. Who is the head of all principalities and powers. In ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. With other words, there is no higher authority than him. Mit anderen Worten, es gibt keine höhere Autorität als ihn. There is no higher power than him. Es gibt keine höhere Kraft außer ihm. Huh. So, woohoo, Christ, right? Wow!
Wow. Weil, wow, ja, Christus. Majestic, powerful. Majestätisch. All authority. Voller Kraft, alle Autorität. Whoever tries to get against him, lost. Wer sich ihm in den Weg stellt, der ist schon verloren. Then I look at you and say, wow, you are in Christ. Und dann gucke ich mir dich an und sage, wow, du bist in Christ. All powerful. Voller Kraft. Full of authority. Voller Autorität. Whatever stands against you, was sich immer dir in den Weg stellt, cannot stand. Das kann nicht stehen bleiben. Why? Warum? Because you're in Christ. Weil du in Christus bist. You're complete in him. Du bist in ihm vervollständigt. The fullness of God dwells in you. Die Fülle Gottes wohnt in dir. And we walk around like this. Und dann laufen wir manchmal so rum. Oh, I have so many problems in life. Ich habe so viele Probleme im Leben. My life is so difficult. Mein Leben ist so schwer. I don't feel like this right now. Und ich fühle mich auch überhaupt nicht danach heute. Yeah, why? Warum? Because you look at your old self. Weil du dein altes Ich anschaust. And that is according to scripture, dead. Und dieses alte Ich ist ja gemäß der Bibel tot. It's dead. Es ist tot. I mean, I'm sorry when I'm a little bit blank now. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen direkt hier bin. But do you talk to dead people? Sprichst du zu toten Menschen? I don't. Mach ich jedenfalls nicht. I mean, I don't know about you, but I don't do that. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mach das nicht. You know what I mean? Ihr wisst, was ich meine. Do you listen to what dead people have to say? Hört ihr zu, was Tote zu sagen haben? Hopefully not. Hoffentlich nicht. Because if you think you do, then you are actually hearing demons. Okay. Wenn ihr denkt, dass ihr Tote hört, dann hört ihr letztendlich Dämonen. You know what I'm trying to say here? Ihr merkt ja, was ich hier versuche. We are dead. Our old self is dead. Unser altes Ich ist tot. We are in Christ now. Jetzt sind wir in Christus. We are complete in Christ. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Whoa. Wow. So now I have to act like that. Und jetzt muss ich mich dementsprechend verhalten. Please, I have not said that life will not make it difficult. Und bitte, ich habe ja jetzt nicht gesagt, dass das Leben nicht schwierig ist. I am not saying that your emotions might scream loud. Und ich sage auch nicht, dass die Emotionen nicht mal da richtig laut schreien können. Okay, I'm not saying this. Yes, I do know that. I live in this body too. Das sage ich alles nicht, weil ich weiß, dass ich lebe ja auch in diesem Körper. That's not what we're talking about. Darüber reden wir. You have to make a decision right in that moment. Aber du musst in diesem Moment eine Entscheidung treffen. Do I allow this dead thing to talk to me? Erlaube ich diesem toten Ding zu mir zu sprechen? Or do I turn around and I'm listening to my true self? Oder drehe ich mich rum und höre meinem wahren Ich zu? And I take the truth of the word of God as my truth. Und ich nehme die Wahrheit von Gottes Wort als meine Wahrheit. And I speak that into existence in my life. Und dann spreche ich diese Dinge in Existenz in meinem Leben. Then I'm cooperating with what God says about me. Dann kooperiere ich mit dem, was Gott über mich sagt. Wow. This is so much better. Und das ist so viel besser. I hope you're getting this. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Are you grasping on to this? Dass ihr das ergreift. Okay? That you're opening your heart to this. Dass ihr euer Herz für diese Wahrheit öffnet. Because whenever it looks like that you will be defeated, you don't have to stay like that. Weil immer wenn es so aussieht, dass du schon von vornherein besiegt bist, dann muss das nicht so bleiben. Because in Christ you look quite different. Weil in Christus siehst du ganz schön anders aus. Huhu, wow. Wow. Victorious. Da siehst du siegreich aus. More than an overcomer. Mehr als ein Überwinder. You can do all things. Da kannst du alle Dinge tun. Wow, all things are possible. Alle Dinge sind möglich. Wow, you do have the mind of Christ. Du hast den Sinn Christi. There are the answers to your problems. Und da sind die Antworten auf deine Probleme. You have actually the solution already. Letztendlich hast du die Lösung schon. So it's all there. Das ist alles da. And if you're not sure on how that looks like, und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie das aussieht, then spend some time in the Gospels. Dann verbringt man ein bisschen Zeit in den Evangelien. And then look into on how Christ walked on this earth. Und dann guckt euch mal an, wie Christus auf dieser Erde gelebt hat. How he dealt with problems and issues. Wie er sich mit Problemen und irgendwelchen Sachen auseinandergesetzt hat. Right? I mean, people turned against him and left him.
Weil die Leute haben sich gegen ihn gewandt und Leute sind von ihm weggegangen. And we would be sitting there and crying like, they're all against me. Und wir würden in so einer Situation uns hinsetzen und heulen und sagen, die sind alle gegen mich. And he looked at the rest of them and said, do you want to go too? Und er hat sich die Leute angeguckt, die noch da geblieben sind und hat gesagt, und, wollt ihr auch gehen? He was not moved by these things, you understand? Er hat sich durch solche Sachen nicht bewegen lassen. But then on the other hand, people were in need and he was right there and he helped. Und dann auf der anderen Seite gab es da Leute, die hatten echte Nöte und er war direkt da und hat ihnen geholfen. Or there were times where he wanted to just leave and rest and spend time with the father, but the people were coming. Oder es gab Zeiten, wo er sich zurückziehen wollte und Zeit mit dem Vater verbringen wollte, aber dann sind Leute zu ihm gekommen. It's my time. Aber das ist doch jetzt meine Zeit für I need mich. To rest now. Ich muss mich doch jetzt ausruhen. It was a difficult day, don't you understand this? Es war echt ein schwieriger Tag heute, versteht ihr das don't nicht? Don't come with one more thing, please. Komm bitte nicht mit noch Just mehr Sachen. Just leave me alone. I mean, I'm there back tomorrow for you, okay? Lass mich einfach mal in Ruhe. Ich komme dann morgen wieder zu no. uns. No. No, he turned right to the people. Er hat sich direkt den Leuten zugewandt. And he was right there for them. Und er war für sie da. Wow. Wow. But he was not moved. Aber er hat sich nicht bewegen lassen. When the religious people accused him of having a devil, wenn die religiösen Leute ihn angeklagt haben, dass er einen Dämon hat, he didn't care. Das war ihm egal. He didn't take that personal. Das hat er nicht persönlich he genommen. Knew who he was. Er wusste, wer er war. Do you know who you are? Weißt du, wer du bist? Do you know who you are in him? Weißt du, wer du bist in ihm? Do you see how victorious he was? Seht ihr, wie siegreich er immer war? Hmm? Do you understand what we're talking about? Versteht ihr, von was they were in need of food. Die hatten Mangel an Essen. We had a miracle. Und dann war das Wunder da. There was a storm. Da war ein Sturm. And all the disciples went, wah! Und alle Jünger sagen, wah! Panic! Master, don't you care? We are dying! Panik! Meister, siehst du nicht, dass wir hier sterben? We're dying! Wer ist nicht, wir sterben? What was he doing? Und was hat er gemacht? He was laying. Er ist da gelegen und hat... He didn't even care. Das hat ihn gar nicht he was in complete peace. Er war in vollkommenem Frieden. We can be in complete peace. Und wir können in vollkommenem Frieden sein. How did he react? Wie hat er reagiert? As they finally woke him up. Als sie ihn aufgeweckt haben. He spoke to the storm. Er hat zum Sturm gesprochen. Come on, shut up. Be quiet. Ruhe hier. That's all that he did. Mehr hat er nicht gemacht. Not a big intercession. Er hat keine ewig lange Fürbitte getan. And not like, oh, in Jesus' name, oh, wait a minute, in my own name. No, you understand what I mean? He didn't get loud, he didn't get, you know, he knew his authority. Er ist nicht laut geworden oder hat sonst was gemacht. Er kannte seine Autorität. We didn't first have to do a half an hour worship before we could speak to the storm. Musste nicht erst eine halbe Stunde Lobpreis machen, bevor er zum Sturm sprechen konnte. And he was not also pointing to the storm and thought, hopefully you get quiet when I do this now. Und er hat auch nicht auf den Sturm gezeigt und hat innerlich gedacht, hoffentlich funktioniert das jetzt, wenn ich das sage. Do you understand what I'm talking about? Versteht ihr, was wir hier sprechen? That's in whom we are. Genau da sind, das bedeutet es, in ihm zu sein. Da drin sind wir. We are in him. Wir sind in ihm. And if we are encountering situations like that in our life, und wenn solche Situationen auf uns zukommen, in unserem Leben, we need to know who we are. Dann müssen wir wissen, wer wir sind. In him. In ihm. In Christ. In Christus. So that we react out of Christ. Dass wir aus Christus heraus reagieren. And then let me add one more thing. Und dann noch eine Sache möchte ich hinzufügen. He is the beloved son of the Father. Er right? ist ja der geliebte Sohn des Vaters. Stimmt's? Hmm? When the Father looks at you, wenn der Vater dich anguckt, he doesn't see the past. Dann sieht er nicht die Vergangenheit. It's gone. Die ist weg. It's gone. Die ist vergangen. It's gone. Die ist vergangen. It's gone. Die ist weg. It's gone. Weg. He sees you in Christ. Er sieht dich in Christus. Wanted, accepted, beloved. Du bist gewollt, du bist angenommen, du bist geliebt. This is so good. Das ist super. Because gut. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Out of myself. Aus mir selbst heraus. Oh, I don't want to stand before the Father sometimes. Möchte ich manchmal nicht unbedingt vor dem Vater stehen. You know what I mean?
Wisst ihr, was ich yeah, meine? Yeah, you went into the flesh. Weil wenn man dann mal ins Fleisch geraten ist, if you did something which was wrong, oder was gemacht hat, was falsch ist, then we think like we have to run away from him instead of to him. Dann denken wir manchmal, oh, am besten rennen wir von Gott weg, anstatt zu ihm hin. But we can run to him. Aber wir können zu ihm laufen, because we are in Christ. Weil wir in Christus sind. Everything else, the Father doesn't even look at. All die anderen Sachen guckt sich der Vater gar nicht an. It's pretty good. Das ist ziemlich yeah. gut. This is very good. Sehr gut ist das. Okay, so let's read once more Galatians chapter 2, verse 20. Also lasst uns nochmal Galater 2, Vers 20 lesen. Just so that it's in us. Nur dass wir so richtig intus haben. I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.